Montagmorgen, kurz vor 11. Es ist wieder Zeit für Timo to go. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, am Montagmorgen sind Herbstferien. Ich habe eine Woche Urlaub und ich bin wieder unterwegs. Ich befinde mich heute in Breitscheid. Geparkt habe ich auf dem Wanderparkplatz Wildweiberhäuschen. Hier gibt es einen Rundweg, der nennt sich Höhlenweg. Eine Spur des Rothaarsteiges. Klar, wie der Name sagt, Höhlen. Es warten Höhlen auf uns. Es warten Höhenmeter auf uns. Super Aussichten und natürlich eine kalte Brise vom Westerwälder Wind. Tja, das möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Wenn es dir genauso geht, folgt uns. Kilometer 3. Bisher hinterlässt der Weg einen ganz guten Eindruck. Bisher super ausgeschildert. Das Wetter spielt auch mit. Wir haben 8 Grad. Ein Mix aus Sonne und Wolken, also das perfekte Wanderwetter. Hier hinten im Hintergrund der Ort Breitscheid. Ich laufe jetzt gerade zwischen so Felder durch. Ziemlich viele Pferde stehen hier alle auf der Weide. Also bis jetzt top. Hört ihr die ganzen Vögel hier im Hintergrund? Action pur hier. Kilometer 4,7 und so wie es aussieht, bekommen wir doch hier unsere erste Höhle zu sehen. Ja, irgendwie scheint es aber verriegelt zu sein, aber nichtsdestotrotz noch mal kurz einen Blick riskieren. Hier geht's rein. Ja, ist verschlossen. Weiß gar nicht. Ja, abgeschlossen ist es. Einfach mal reinleuchten. Ja. Viel erkennen kann man nicht. Ja, hier mehr oder weniger mitten im Wald befindet sich das Schützenhaus Erdbach. Auch nicht schlecht. Im Hintergrund noch eine schöne Grillhütte. Hier lässt sich bestimmt auch gut feiern und schießen, wie man es nimmt. Thank you.
Ja, vom Breitscheid bis hier hoch, das waren einige Höhenmeter. So musste ich gerade mal eine kleine Pause machen und was trinken. Unten war ein Bachlauf, da habe ich die Reike einmal trinken lassen. So kann ich mir das Wasser für später sparen. So hatte sie gerade frisches Quellwasser. Hier geht es noch ein paar Meter nach oben. Bin mal gespannt, wo wir gleich rauskommen. Kilometer 6,5. Ich laufe gerade hier auf so einem Feld entlang. Aber guckt euch mal hier diese Weitsicht an. Das Panorama. Echt klasse. Die Sonne dabei. Was will man mehr? Der Wald hat uns wieder. Die letzten anderthalb Kilometer ging es nur bergauf. Wir haben den Ort Breitscheid durchquert. Wir sind quasi in Breitscheid rausgekommen an so einem Lebensmitteldiscounter. Ich weiß gar nicht mehr genau, was war, ein Rewe oder irgendwie sowas. Dann sind wir weiter zur Ortsmitte an der Bäckerei Hartmann und Luckenbach vorbei. Dann den steilen Berg hoch an der Kirche vorbei, bis hoch zum Friedhof. Und oberhalb des Dorfes ging es dann links ab wieder rein in den Wald. Dort auch noch mal ein ganzes Stück berghoch. Und jetzt zum ersten Mal wieder ein bisschen geradeaus. Erstmal wieder einmal durchatmen. Aber auch Reika macht das hervorragend mit. Wir sind hier, glaube ich, bei Kilometer 9,7 und 9,8. Also ganz hervorragend. Also weiter geht's. Hier im Hintergrund ein Café. Ja, ihr habt die Steine da im Hintergrund gerade gesehen. Erinnert mich so ein bisschen an den Film Die Eiskönigin. Ja, schon komisch. Man guckt zwar viele Kinderfilme im Moment, aber trotz alledem teilweise recht amüsant. Ja, ich durchquere gerade so ein schönes, herzliches Stück Laubwald. Also wirklich einmalig hier. Man sagt im Westerwald ja schon mal so ein bisschen raus, Klima nach. Kann ich im Moment eigentlich gar nicht bestätigen. Ich denke, gerade in der Herbstzeit ist alles so ein bisschen rauer, wie es sonst so ist. Und auch diese Windböen, die man im Westerwald so nachsagt. Also heute war es wirklich fast windstill. Ich habe nicht viel Wind abbekommen. Nächster Point of Interest auf meinem Navigationsgerät ist das Haus Marianne. Wer oder was immer das auch sein mag, wir werden es gleich wissen. In diese Richtung. Kilometer 13. Ich habe mich gerade mit ein paar Höhenmetern rumgeschlagen, aber keine Sorge, ich habe gewonnen. Das Haus Marianne habe ich laut Navi auch schon überquert. Gesehen habe ich jetzt nichts. Also wird es ein Geheimnis bleiben, was es damit auf sich hat. Kilometer 14, es ist nicht mehr weit bis zum Auto. Aber hier unten gibt es noch so eine Art Kneippbecken, gut hier eingerichtet in so einem Bachlauf, in so einem Fluss. Da wollen wir noch mal eben kurz einen Blick riskieren. Da kann die Reike auch noch mal was trinken. Schaut euch das mal an hier. Thank you.
Kilometer 15,7. Es ist Zeit für ein kleines Fazit. Der Weg ist fast zu Ende. Was soll ich sagen? Breitscheider Höhlenweg. Höhle haben wir. Steigung haben wir. Gefälle haben wir. Natur haben wir. Aussichten klasse. Teer, ja. Waldweg, ja. Ich kann alles bejahen. Das heißt eigentlich alles in Ordnung. Also, wer den Weg laufen möchte, kann ich empfehlen, ja. Aber versteift euch nicht zu sehr auf die Höhlen. Die Höhlen ist eines vorhanden und da muss ich ehrlich sein, da hätte ich normalerweise gar nicht vorbeigehen dürfen, weil ja, der Weg war gesperrt. Aber gut, wer eine weite Anreise in Kauf nimmt, der möchte natürlich auch belohnt werden. Ja, dann bedanke ich mich bei dir noch fürs Zuschauen. Schön, dass du mitgekommen bist. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben, schenk mir ein Abo, da würde ich mich sehr drüber freuen. Auch der ein oder andere Kommentar wäre ganz nett. Wenn euch was einfällt, was man ändern kann, was man besser machen kann oder was ihr generell mal sehen wollt, bitte unten in die Kommentare. Dann wollen wir mal schauen, was man daraus machen kann. So, ich kann mein Auto schon sehen. Für mich geht die Reise jetzt zu Ende. Macht's gut, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin, euer Timo. Ciao.